Ja, ich statte mich jetzt so ein bisschen mit den Heilzeugs aus für die Dinge, die nicht im Kampf weggehen. Also speziell Trauer finde ich einen unglaublich lästigen Zustand, weil... Ja, die stört halt. Neue Substanzen. Juhu. Gift haben wir schon. Reicht auch einmal. Erde ist neu. Holen wir uns. Stehen und erkennen haben wir schon. Heilen ist aber neu. Wir erinnern uns, die Heilung, die wir kennen, heißt wiederherstellen. Das ist was anderes. Diese Heilsubstanz schauen wir uns gleich an. Und es gibt Waffen. Viele Waffen. Statten wir erstmal alle aus. Naja. Man schaue sich an, diesen Kohlereif, den ich stehlen konnte, den kann man nicht mal hier kaufen. Der war wirklich, wirklich gut. Ich habe leider verpasst, mir einen dritten davon zu besorgen. Aber gut, sowas passiert. Guck mal, hier steht dran eine Fernkampfwaffe. Das hier, da steht nichts dran. Wir werden sehen, dass das wirklich keine Fernkampfwaffe ist. Und ja, für ihn haben wir noch keine Alternativwaffe. Und wir haben Substanzslots gewonnen. So. Damit hätten wir unsere Ausrüstung eingekauft. Und können uns mal in der Stadt umsehen. Auch wenn ich glaube, dass hier so viel nicht ist. Ist es wahr, dass Shinra ein Ungeheuer erzeugt hat? Ja. Naja, wie auch immer. Solange wir den Reaktor benutzen, können wir uns Shinra nicht widersetzen. Auch wieder wahr. Energie benutzen und dann sagen, nee, ihr seid trotzdem scheiße, das kommt nicht so gut. Die Welt ist in Frieden, alles ist in Ordnung. Nö. Gut. Also die Leute in dem Dorf hier sind alle so ein bisschen entrückt. Bisschen weit weg. Gut. Dafür haben sie ein leichtes Leben. Kneipe. Da gab's wohl diese Avalanche genannte Gruppe. Aber ich glaube, sie wurde von Soldat ausradiert. Ja, wurde sie. Ich arbeite in einer Kohlemine unten im Süden, die Misrelmine heißt. Und zu der Zeit ungefähr begannen Ungeheuer zu erscheinen. Danach ging das Geschäft den Bach runter und jetzt verbringe ich hier die Tage und besaufe mich. Tolles Leben hast du. Ja, ich könnte dir die ganzen NPCs noch zeigen. Hier in der Stadt gibt es soweit jetzt erstmal nichts Besonderes mehr. Ist ja auch nur die erste kleine Vorstadt, ne? Jetzt wollen wir erstmal speichern. Chris, bist du eigentlich noch da? Eingeschlafen schon? Okay, gut. Dass Christian weg muss, passiert ab und zu. Er hat nicht immer Zeit, das anzusagen. Dann nutze ich die Gelegenheit, um mich mal ein bisschen... Ja, was wollen wir jetzt eigentlich tun, ne? Ja, wir wissen, Sephiroth lebt. Er hat ja den Shinra-Präsidenten abgestochen. Und er war nicht mehr dort, also ist er irgendwo anders hin. Die Fee hat uns geflüstert, dass er nicht in Midgar ist. Beziehungsweise in Midgar können wir gerade schlecht suchen. Und in Kalm war er auch nicht. Da hätte uns auch ein Typ erzählt, dass er jemanden mit einem schwarzen Umhang... Sekunde mal. In Kalm gab es auch einen Typen, der erzählt, ja, ich habe den Typen mit dem schwarzen Umhang, das ist meistens Sephiroth, Richtung Osten sehen gehen, ich glaube Osten ist es. Und deswegen gehen wir jetzt hier lang. Und der Kampf hier ist toll, die können alle nichts, die Viecher. Da zeige ich euch jetzt mal jede Menge neue Zauber. Beben, den haben wir gerade neu gelernt, den schauen wir uns an. Hoppala. Feuer 2, den schauen wir uns auch an. Damit ihr mal seht, was so ein Stufe 2 Zauber zieht. Im Vergleich zum Einsatz. Ihr seht, sowas tut gut weh. Barrett hat seine alten Zauber hier, die. Und er hat dieses Aufrufmenü. Das ist die rote Substanz, die ich erzählt hatte. Greift Gegner an, manchmal stoppt er die. Das ist ein ganz großer, toller Zauber mit eigener Animation und allem, was dazu gehört. Ne, unsere Gruppe verschwindet für die Zeit, weil die Animationen sind wirklich groß. Okay, diese ist jetzt ein bisschen albern und ein bisschen klein. Aber trifft halt alle Gegner und tut nicht schlecht weh. Da sind Zauber, die kann man eigentlich nur ein paar Mal pro Kampf benutzen. Nämlich so oft, wie man Sterne auf der Substanz hat. Danach sind die quasi erstmal aufgebraucht, weil die so kräftezehrend sind, dass man mehr nicht machen kann.
so ohne weiteres. Ja? Deswegen sind die für normale Kämpfe nicht so toll und... Naja, wenn man so gut trainiert ist wie ich, dann machen die eigentlich... Sind die im Vergleich zu einem normalen, was weiß ich, momentan Stufe 2 Zauber, der mit alle kombiniert ist, auch nicht mehr so stark. Deswegen werde ich die wohl nicht so viel benutzen. Aber ich werde natürlich jede Substanz mal zeigen, weil die wirklich episch aussehen. So. Da ist wieder was. Und wir haben neue Gegner. Oh Gott, jede Menge sogar. Ich zeige euch mal verschiedene Feinde. Das können hier Matra-Zauber, das ist das erste, das ich mir geholt habe. Das nützliche, sag ich mal. Ja, da packt man den geheimen Raketenwerfer aus und teilt auf alle Leute hübsch Schaden aus. Nur auf die Kleinen irgendwie nicht. Die fressen da nicht so recht Schaden von. Die fressen von Zaubern allgemein nicht so viel Schaden. Deswegen zeige ich euch jetzt dafür mal Barretts neues Limit. Den MP-Vernichter, den muss ich euch nicht zeigen, der ist absolut öde. Der zieht halt MP statt Schaden zu machen. Und sieht aus wie der Machtschlag in Blau. Das Ding ist ganz geil, es macht Schaden auf alle Gegner gleichzeitig. Ja, und eben ganz viel davon. Ich habe nicht so viel zu zeigen. Also Blitz habt ihr gesehen, Blitz 2 habt ihr gesehen, Feuer 2 war die Feuersäule. Blitz 2 könnte euch bekannt vorkommen, das habe ich im Schnurrgebäude von diesem komischen Deppen einmal aufs Maul gekriegt, das hat so richtig wehgetan. Da. Ja, ich warte jetzt noch auf ein paar Kämpfe hier, um euch jetzt den Rest zu zeigen. Dann bleiben noch Eis 2, den wollte ich euch noch zeigen. Da ist er. Nanaki hat die Traurigkeit abbekommen, das zeigt die blaue Limitleiste an. Hm. Ihr seht, das macht mehr Schaden als die Beschwörung gerade. Elferdunk-Ebene 14. Gut, gegen den Vieh wird das Vieh nicht wirken, aber hier... Ja. Ich benutze es trotzdem mal, einfach nur damit ihr es seht, weil ich die Technik ansonsten halt schräg finde. Wenn die Stufe des Ziels durch 4 teilbar ist, dann kriegt es halt ordentlich Schaden und wird, glaube ich, klein. Das heißt, die physischen Abwehr und Angriff sinken. Das gibt's so, ne? Sieht ganz unspektakulär aus und tut halt meistens auch nichts. Der Nachteil an der Sache. Wenn Barrett jetzt angreift, seht ihr, dass er nicht mehr schießt. Die Kanonenkugel ist keine Fernkampfwaffe. Das stand ja auch nicht dran, dass sie eine wäre. Hoppla. Sondern es ist eine normale Waffe, mit der er zuhaut. So eine Kugel an seinem Arm. Hoppla. Ja. Da seht ihr es, ne? Und damit haut er zu. Tut sicherlich auch gut weh. Ja. Das sind so die Sachen, die ich neu gekriegt habe. Die ganzen Feindes können, die Zauber, die gelevelt sind, die Limits. Die Limits von den anderen seht ihr bei Gelegenheit halt. Kreuzschlag kanntet ihr schon. MP-Vernichter, wie gesagt, ist im Prinzip ein Machtschlag in Blau, der halt statt normalen Schaden MP zieht. Sein zweites Limit ist ein bisschen seltsam. Das ist ein Buff auf die ganze Gruppe. Der erhöht das Tempo und verringert dadurch dafür die Angriffswerte. Also man kann dann häufiger ziehen, weil, wie gesagt, die ATB-Leiste sich schneller füllt. Und dafür kriegt man halt ein bisschen mehr Schaden von den Gegnern. Soll Leute geben, die drauf stehen. Ich persönlich finde das Mumpels. Ja.
Und jetzt zeige ich euch meine persönliche Hassstelle im Spiel. Ich glaube, es gibt keine, die da mithalten kann. Da drüben. Müssen wir über den Sumpf. Ne, weil da geht's weiter. Dieser Sumpf hat eine kleine Tücke, sag ich mal. Man kann da durchlaufen. Allerdings, ach, ich zeig's euch einfach. Gibt es da diese Schlange? Da seht ihr sie. Und die kommt auf uns zu, wenn wir uns im Sumpf aufhalten. Und, oh, das war knapp. Wenn die uns berührt, müssen wir gegen sie kämpfen. Und ich werde euch das einfach mal zeigen, nachdem ich mich voll geheilt habe, damit ihr wisst, warum ich da gerade so panisch gelaufen bin. Schlange, wo bist du? Da ist er. Komm her. So. Dieses Biest ist groß. Man kann sich in dieser Hütte, ich werde euch das auch gleich alles zeigen, kann man sich über die schlau machen. Fakt ist, das Ding drückt Schaden wie Hölle. Ihr habt gesehen, das hat Red X mit einem Angriff nahezu, also gut die Hälfte gezogen. Ne? Üblicherweise hat man hier ja noch keine Stufe 2 Zauber. Dann zieht das einfach nur mörderisch. Ne, also man macht dem Viech dann nicht mal wirklich Schaden. Ich meine Stufe 26, 4000 HP, muss ich nicht zu sagen. Ne? Das Viech ist eigentlich weit über meinem Level. Also weit über dem, was ich kann. Hoppla, so. Ich werde mal trotzdem versuchen, einfach gegen zu kämpfen. Ja, du bist ganz toll. Super intelligent, wirklich. Elementare Anfälligkeiten hat es schon mal nicht. Ihr seht, die Stufe 2 Zauber verratzen MP wie nichts. Clouds MP sind schon fast weg. Und es tut irgendwas anderes. Es hat sich so aufgerichtet. Als würde es uns nicht mehr mögen. Also, es mag uns die ganze Zeit schon nicht, aber ne, ganz besonders nicht, meine ich. Das läuft ehrlich gesagt ganz schön gut bisher. Man merkt das ganze Gelevel, ne? Üblicherweise kann es wirklich passieren, dass wenn man hier nicht so gelevelt ist, dass man hier wirklich einfach von einem Angriff jeder Charakter einmal umfällt. Nanaki schmeißt sich wieder davor, unser Held des Tages. Also, na, Red X halt, ne? 1500 HP noch. Oh, und jetzt ist er sauer. Und schmeißt Cloud raus. Der ist jetzt raus für den Kampf, der wird auch keine Erfahrung kriegen oder sowas. Der ist halt weg. Der ist futsch. Ich muss jetzt ohne ihn klarkommen. Könnt ihr euch vorstellen, dass ich das nicht ganz so pralle finde, aber na gut. Er hat uns den Beta-Angriff. Dieses Spiel ist noch in der Entwicklungsphase. Nein, Spaß. Das ist ein Feindeskönnen. Würde man es kriegen, zu diesem Zeitpunkt, wäre es unglaublich mächtig. Der Nachteil ist, dass es einen austötet. Also einen tötet. Es ist Feuerelementar, man kann es auf einem Charakter überleben. So, ich habe verloren. Warum bin ich nicht Game Over? Weil Cloud rausgeschmissen wurde. Es passiert ganz selten, dass das passiert, aber hier haben sie es extra deswegen gemacht. Bevor er Beta einsetzt, schmeißt er einen Charakter.